Trolltest.de. Moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem Check zu Tangier General. Tangier ist im Grunde eine Art Wehrturm, ein Bergfried in einem japanischen Palast. Genau das, was ihr hier im Hintergrund seht, dieses große Gebäude mit dem typisch japanischen Ornamenten an den Seiten. Aber hier geht es gar nicht so sehr um die japanische Architektur aus dem Mittelalter, sondern eher um ein, sagen wir mal, Brettspiel, ein Strategiespiel in Echtzeit. Und was sich da verbirgt, das zeige ich euch jetzt. Das hier ist die erste von insgesamt 6 Karten in Tangier General und ihr habt die Möglichkeit, zunächst einmal zu bestimmen, wo ihr starten wollt. Jeder Startpunkt hat im Grunde unterschiedliche Vorteile und Nachteile, aber dazu später noch mehr. Zunächst einmal startet ihr mit eurem Tangier und was ihr zunächst machen könnt, ist, dass ihr euch eine Armee dazu holt und somit im Grunde euch die Möglichkeit schafft, überhaupt weitere Gebiete einzunehmen, indem ihr einfach mit der Armee vorrückt. Was ihr jetzt hier seht, sind verschiedene Gebiete mit unterschiedlichen Terrainvoraussetzungen. Hier haben wir beispielsweise ein Gebiet mit einem, mit Gebirge, mit gebirgigem Gebiet. Hier haben wir einen Wald, hier vorne haben wir eine Ebene. Und die Ebene ist darüber hinaus besetzt mit einer Rebellenarmee. Mit anderen Worten, wenn ich diese Ebene einnehmen will, dann muss ich zunächst einmal die Rebellenarmee besiegen. Jede dieser verschiedenen Terrains hat unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Einflüsse auf eure Krieger. Allerdings auch auf eure Reisproduktion. Eure Reisproduktion ist im Grunde wichtig, denn Reis ist im Grunde die Währung in Tangier General. Und ihr habt die Möglichkeit, eure Reisproduktion anzupassen. Ihr seht jetzt hier, dieses ist ein gebirgiges Gebiet. Und hier hat die Reisproduktion vor allem dann große Aussicht auf Erfolg, wenn das Ganze gut gewässert wird. Mit anderen Worten, zunächst einmal kann ich hier dieses Dorf ausbauen, mehrere weitere Farmen errichten und dann ein Bewässerungssystem einrichten. Und ich bekomme für jede Bewässerung plus 72. Kostet mich 100 Reis. Dafür kriege ich allerdings bei der nächsten Reisausschüttung dann hier jeweils 72 mehr und damit jetzt insgesamt auf dem Gebiet 336, würde ich stattdessen Ochsen einsetzen, hier stilecht mit einem X geschrieben, dann würde ich in dem Fall 36 bekommen, obwohl die Ochsen in dem Fall 200 Reiseinheiten kosten. Anders würde es aussehen, würde ich die Ochsen hier einsetzen. Dort würde ich tatsächlich von den Ochsen mehr profitieren als von dem Wasser. Einfach weil hier Ochsen einen eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und da kommt mir jetzt auch schon der Gegner entgegen, denn wie gesagt, das Spiel ist tatsächlich in Echtzeit, läuft in Echtzeit ab. Gut, was haben wir sonst noch? Wir haben die Möglichkeit, unterschiedliche Dörfer zu nutzen. Hier seht ihr ein relativ großes Dorf mit dem Potenzial für 3 Farmen. Hier ist ein sehr kleines Dorf mit nur einer einzigen Farm. Und hier greift im Grunde das gleiche System. Wasser bringt hier den Reis zum Wachsen. Dementsprechend haue ich da Wasser rein für 24 statt Ochsen für nur plus 12. Und so zieht sich das im Grunde durch das gesamte System. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, einen Advisor einzuberufen. Dieser Advisor, der erhöht im Grunde in dem Bereich, in dem er sich befindet, die komplette Reisproduktion. Ich kann ihn mir jetzt bereits kaufen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, jetzt kriege ich hier nicht mehr 300 und Keks, sondern tatsächlich 484 und da kommt direkt der erste Kampf. Aber den schauen wir uns später noch im Detail an. Insgesamt bietet euch das Spiel Zugriff von vornherein, ohne dass ihr sie groß freischalten müsst, Zugriff auf 6 unterschiedliche Karten mit 6 unterschiedlichen Voraussetzungen, 6 unterschiedlichen, im Grunde Formen und Möglichkeiten und auch mit unterschiedlich vielen Gegnern, wie ihr hier sehen könnt. Das wirkt auf den ersten Blick nicht allzu viel, allerdings bieten euch die Karten durchaus Möglichkeiten der Variation. Was sich dahinter verbirgt, das zeige ich euch jetzt. Ich habe euch ja zu Beginn bereits gesagt, dass ihr die Möglichkeit habt, zunächst euren Standpunkt zu wählen. Und tatsächlich könnt ihr sogar zu Beginn wählen, für welchen Bereich ihr spielen wollt. Und dementsprechend im Grunde euer Spiel entweder schwieriger oder weniger schwer machen. In dem Fall hätte ich jetzt die Möglichkeit, beispielsweise mit dem hier oben zu starten. In dem Fall hätte ich allerdings einen extremen Nachteil gegenüber meinen Mitbewerbern hier, weil ich zum einen hier oben relativ zwischen den beiden eingekeilt starten müsste. Und zum anderen auch nur mit einem Fleck, nur mit einem Bereich starte, während die anderen von vornherein schon mal 4 Bereiche zur Verfügung haben, dementsprechend direkt von Anfang an viel mehr Reis produzieren können als ich, wenn ich da oben starten würde.
Inzwischen ist das Spiel schon ein bisschen fortgeschritten und weil ich ein Feigling bin, habe ich mir den Bereich hier unten ausgesucht, statt den relativ schwierigen von da oben zu nehmen. Und was ich jetzt hier habe, ist meine erste Armee. Hier habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Einheiten, die ihr einsetzen könnt und jede Armee kann bis zu 4 Einheiten einer Art aufnehmen. Ihr seht hier Kavallerie, Infanterie und Bogenschützen und die werde ich jetzt gerade noch ein bisschen ausbauen hier. Und jeder dieser verschiedenen Truppeneinheiten hat auf verschiedenen Gebieten unterschiedliche Vorteile. Als Beispiel, die Infanterie bekommt auf Gebirgsflächen, wie hier diesen Bereichen, plus 2 auf ihren Angriffswert, hier. Auf Waldflächen plus 3 auf ihren Angriffswert. Und auf Ebenen, wie beispielsweise diesen hier, ebenfalls plus 3 auf ihren Angriffswert. Mit anderen Worten, es macht immer durchaus Sinn, zu überlegen, wo ihr mit euren Einheiten hin wollt und darauf aufbauend dann zu entscheiden, welche Einheiten da tatsächlich Sinn machen können. Normalerweise sind die Infanteristen tatsächlich eure stärkste erhältliche Einheit. Allerdings haben in Waldgebieten die anderen, die Kavalleristen sind eure stärkste Einheit. Was habe ich gesagt? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Die Kavalleristen sind eure stärkste Einheit, die hier. Allerdings haben in Waldgebieten 4 Infanteristen, also diese hier, gegenüber den Kavalleristen tatsächlich sogar einen Vorteil und können diese schlagen. Mit anderen Worten, ihr solltet vor allem deswegen, weil die Ressourcen, die ihr zu Beginn bekommt und die ihr nutzen könnt, einfach begrenzt sind, zunächst einmal überlegen und genau drauf schauen, was ihr mit den Ressourcen einkauft. Was ihr jetzt hier seht, ist, dass ich gerade angegriffen wurde mit einer Armee, und zwar hier in dem Bereich, mit 2 Kavalleristen, einem Infanteristen und einem Archer, einem Bogenschützen, und das ist meine Armee, die dagegen steht, 30 gegen 30. Das ist das, was er verliert, das ist das, was ich verloren habe. Und da geht es auch schon weiter. Was ihr jetzt außerdem seht, diese Flagge hier von mir, die ist ein Stück weit kleiner als diese Flagge, die ihr hier seht, aber genauso oder kleiner sogar als die da. Mit anderen Worten, meine Armee, obwohl im Moment sind sie gleich groß. Ich muss hier kurz nochmal kurz aufpassen, das ein bisschen ausbauen hier. Das hier ebenfalls, damit ich hier gleich nicht gleich überrannt werde. So, die Größe der Flagge gibt im Grunde eine Information darüber, wie groß die Armee ist, die euch dort erwartet. Diese Armee hier ist in dem Fall kleiner als meine. Das erkenne ich daran, dass deren Flagge kleiner ist als meine. Ich weiß allerdings nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Und wenn ich das rausfinden möchte, muss ich sie tatsächlich angreifen. Das gleiche gilt allerdings auch für den Gegner, der mich auch angreifen müsste, um herauszufinden, wie groß meine Armeestärke ist. Hier seht ihr jetzt noch eine weitere Besonderheit. Dieses Gebiet hier oben ist im Grunde das Tenje, das Hauptgebiet vom roten Gegner hier. Und das ist ein Gebiet, das ihm gehört, und das ist auch ein Gebiet, das ihm gehört. Allerdings kann er nur dann Rohstoffe aus diesen Gebieten heraussaugen, sofern überhaupt Rohstoffe vorhanden sind, wenn die Gebiete tatsächlich mit der Hauptstadt verbunden sind. Mit anderen Worten, diese Gebiete hier liegen jetzt mehr oder weniger brach, da kann er sich nichts rausholen. Ganz im Gegensatz zum Grünen, der hier Zugriff auf alle seine Gebiete hat, weil sie alle in irgendeiner Art und Weise mit seinem Tenje-Gebiet verbunden sind. Was außerdem wichtig ist, ihr könnt niemals zur gleichen Zeit 2 von diesen Einheitenbereichen hier auf einem Ding haben, auf einem Fleck haben. Ihr seht jetzt hier, ich habe keine Möglichkeit, den da hinzusetzen, einfach deswegen, weil ich hier bereits einen habe. Und das solltet ihr auch immer bedenken, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise versucht, erfolgreich in diesem Spiel zu sein. Mir persönlich gefällt Tenje General ziemlich gut. Ich mag das Spielprinzip, ich mag diese taktischen Elemente mit den verschiedenen Terrain-Einheiten und den verschiedenen Einheiten, die ihr da so herumscheuchen könnt. Ja, es gefällt mir ziemlich gut. Was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, ihr könnt das Spiel auch auf Spanisch umstellen und es auch auf Netherlands spielen, also auf Niederländisch. Denn das Entwicklersteam von Smart Art Game Studios kommt tatsächlich aus Groningen in den Niederlanden. Und die sind verantwortlich für diesen Titel und sind im Grunde mit diesem Titel das erste Mal tatsächlich unterwegs. Es ist ihr erster Titel, der erste, den sie so veröffentlichen.
Kostet euch, wenn ihr ihn kaufen wollt, 4 Euro auf die Sura. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn allerdings alternativ auch auf Steam Greenlight unterstützen oder gleich beides machen, euch das Spiel holen auf die Sura für eben, wie gesagt, 4 Euro und dann noch eure Stimme abgeben im Steam-Programm. Ja, aber das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein, obwohl, eine Sache noch. Das Spiel ist zu Beginn nicht unbedingt gut darin, sich selbst zu beschreiben, beziehungsweise dem Spieler zu sagen, was so im Grunde die einzelnen Elemente des Spiels sind. Und auch die Entwicklervideos auf der Entwickler-Homepage helfen da nicht unbedingt weiter. Ich hoffe, euch in diesem Video im Grunde mit den Grundlagen ein bisschen weitergeholfen zu haben. Solltet ihr trotzdem noch weitere Fragen haben, dann lasst es mich am besten wissen innerhalb des Kommentarbereichs. Ich werde dann versuchen, die Frage zu beantworten. Inzwischen kenne ich das Spiel. Allerdings, jetzt erstmal bin ich wieder raus. Wünsche euch viel Spaß mit dem Titel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Trolltest.de